Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin Manuel oder auch Manu P, nennt mich wie ihr wollt. Und wir spielen zusammen Boxboy und Boxgirl, was im April 2019, glaube ich, erschienen ist. Ja, für die Nintendo Switch. Und wir werden in diesem Let's Play das Solo-Abenteuer spielen. Es gibt auch ein Team-Abenteuer. Da wird wahrscheinlich auch noch ein Together-Let's Play zukommen. Und ja, wir spielen hier eben diesen kleinen Box-Boy-Jungen und so. Ne, voll cool und so. Und wir können auch so Blöcke machen. Und ja, die helfen uns auch, um ja, durch die Level zu kommen. Ja, man muss immer solche kleinen Rätsel lösen und ja, ist eigentlich ein ganz süßes Spiel und privat habe ich das Solo-Abenteuer auch schon durchgezockt und mir hat es sehr viel Spaß gemacht und deshalb war mir klar, okay, früher oder später würste ein Let's Play dazu machen, zwar nicht zu 100%, aber wir wollen es durchzocken, ne, und ja, ich denke, wir werden pro Part so eine Welt machen. Ich denke, das sollte klar gehen, weil die Level sind auch nicht allzu lang, ne? Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool, ne? Ist eigentlich recht süß, ne? Auch der Grafikstil ist echt simpel so an sich, ne? Und ja, da hat mir ja der gute Retro-Basti auch so einen kleinen Boxboy-Manu gemacht, den ihr im Thumbnail seht. Finde ich auch recht süß. Danke, Basti, an der Stelle nochmal. Und ja, ist recht simpel, aber mir gefällt's, ne? Und ich hoffe natürlich, dass ich euch dieses Spiel vielleicht auch schmackhaft machen kann, ne? Mit Hilfe dieses Let's Plays, weil das ist Sinn und Zweck meiner Let's Plays. Euch Spiele näher zu bringen, ja, die ihr vielleicht noch nicht kennt, ne? Wisst ihr Bescheid? Und ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, wie wir uns hier anstellen werden. Ich kann auf jeden Fall sagen, im Laufe des Spiels kommen auch immer mehr neue Features dazu, ne? Also man kriegt auch neue Fähigkeiten und all sowas. Klar, die erste Welt, die wir heute spielen, die ist jetzt noch sehr simpel. Auch nicht großartig schwierig oder so, ne? Aber mit der Zeit kriegt man auch immer mehr Fähigkeiten und neue Level-Themes und all sowas. Also das Spiel ist echt vielfältig, ne? Muss man schon sagen. Auch wenn es recht simpel ist. Und es ist auch echt nicht teuer. Ich glaube, ich habe hierfür 10 Euro bezahlt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall echt nicht teuer, ne? Also, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, neben mir, dann kauft es euch. Ne? Ist echt nicht teuer. Und ich denke, das Spiel ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ne? Man hat hier einige tolle Spielstunden. Und ja, genau. So ist das. Wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So. Mit der Zeit kriegst du auch immer mehr Blöcke, ne? Zum Erschaffen. Und ja, ist auf jeden Fall geilo. So, was machen wir hier jetzt am besten? Hier jetzt so eine kleine Treppe bauen, ne? Also so Kronen und so gibt es auch zu sammeln. Und ja, es gibt auch eine Optimalanzahl an Blöcken, die man erreichen kann, dass man so 3 Medaillen kriegt. Aber ja, mache ich alles nicht. Ich möchte es bloß durchzocken. Und ja, mehr nicht. Ne, wisst ihr Bescheid. Also nichts von wegen 100% und so. Nee. Das überlasse ich in diesem Spiel lieber anderen Leuten. Ne. Klar, es gibt auch viele Spiele, die ich zu 100% abschließe. Aber dieses wird nicht dazugehören. Weil das wäre mir echt ein bisschen zu anspruchsvoll, tatsächlich, ne? Man mag es ja gar nicht glauben, aber das ist so. Tja, und damit wäre auch dieses Level geschafft.
So. In Ordnung. Und ja, damit wäre die erste Welt auch schon geschafft, ne? Habe ich das richtig gesehen? Doch, ich glaube, die erste Welt ist schon geschafft. Naja, das lädt schon. Und jetzt kriegen wir die wunderschöne Story. Da ist die Box-Familie. Und die sind voll glücklich und so. Ja, geil und so. Da ist eine Tür in der Landschaft. Hallo, ich bin's. Der Boxboy. Was geht? Oh, ich bin ein bisschen im Weg. Oh nein, und alles wird schwarz eingefärbt. Scheiße. Ist ja voll schlimm und so, habe ich gehört. Oh nein, scheiße. Ah, die Story, die ist nicht so ausgeprägt, aber brauchst du in so einem Spiel auch nicht, ne? So, hier ist die Overworld, ne? Recht simpel gehalten. Man hat halt ein paar Türen und so, ne? Nicht mehr, aber ja, das reicht auch schon, ne? Mehr brauchst du da eigentlich auch nicht, ne? Bei so einem simplen Spiel. So, da kriegen wir auch schon einen Stern für die erste Welt und da können wir schon die zweite Welt betreten. Man kann auch zwischen Boxboy und Boxgirl wechseln. Ich denke, beim nächsten Mal spiele ich auch als Boxgirl einmal, ne? Und ja, ich würde sagen, wenn euch dieser erste Part gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.